war ein sehr umkämpftes Spiel. Ich glaube, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der wir ja, die eine oder andere Chance hatten oder eine Halbchance, wo der letzte oder vorletzte Pass nicht gepasst hat. Von daher sind wir verdient in Führung gegangen. Das entsteht ja einfach durch einen langen Ball, den wir mal hinten einfach rausschlagen und Genki und Taka setzen super nach. Der kommt dann direkt zu Olli. Olli hat einen super Ball dann zu mir rausgespielt. Ich habe gedacht, okay, ich nehme den mit einem Kontakt mit in die Mitte und versuche dann abzuschließen. Und hat zum Glück dann alles ganz gut geklappt, wie ich es mir vorgenommen habe. Und der Torwart hat den auch nicht gehalten. In der zweiten Halbzeit wurde es dann so ein bisschen offener, ein bisschen mehr Offensivaktion. Und in der zweiten Halbzeit ja, war es irgendwo ein Derby-Spiel, wo alles passieren konnte. Dann habe ich gedacht, ich versuche es ein bisschen mit Genauigkeit. Dann war es aber ein bisschen zu genau vielleicht gezielt. Deswegen ging er leider nur gegen die Latte. War ein guter Angriff, Einwurf und dann in die Mitte gespielt auf Davor. Davor hat einen super Lauf gemacht, sieht dann Taka und Taka, ja, ich glaube im Moment ist von der Position jedes Mal, wenn er den Ball hat und schießt, ist er auch drin. Davor hat viel Qualität, junger Spieler, der uns, glaube ich, in Zukunft viel Freude bereiten kann. Ja, normalerweise ist das Spiel dann eigentlich gegessen, ich glaube, das war die 88. Minute. Ich glaube, nach dem 2-0 haben wir schon irgendwo gedacht, dass es vielleicht irgendwo jetzt ist alles war, aber Duisburg haben auch nicht aufgesteckt, die haben es weiter mit den langen Bällen probiert und ja, ich glaube bei diesen ganzen langen Bällen kann immer mal passieren, dass man einen durchrutscht. Das ist wieder so ein abgefälschtes Ding, da kann Rafa natürlich auch nichts machen, ist ärgerlich. Aber ja, wie gesagt, groß im Ganzen verdient er sich für uns. Die Stimmung war natürlich optimal, es war richtig geil hier zu spielen. Unsere Fans haben uns richtig nach vorne gepeitscht. Ich glaube, wir haben mit der Leistung und vor allen Dingen natürlich mit den drei Punkten auch einiges zurückgezahlt.